Der Club trifft auf den tschechischen Erstligisten Dukla Prag. Vor allem für einen Spieler ist es ein ganz besonderes Spiel, für Patrik Erras. Schließlich findet das Spiel auf dem Platz von seinem Heimatverein SV Raigering statt. Ein echtes Heimspiel also für Paddy Erras. Ja, war richtig super. Also richtig schönes Gefühl, viele bekannte Gesichter hier auf der Tribüne oder außerhalb zu sehen, und deswegen hat es richtig Spaß gemacht. Das Spiel beginnt auch munter. Bei diesem Freistoß von Enrico Valentini haben viele Clubfans schon den Torschrei auf den Lippen, aber der Ball geht knapp vorbei. Genauso gefährlich wird es kurze Zeit später auf der anderen Seite, doch Thorsten Kirschbaum ist zur Stelle. Schwungvoll geht es auch weiter. Angriff über die rechte Seite, Valentini auf Edgar Sali, ohne Torerfolg. Doch der Club macht weiter Druck. Ecke, Kopfball Everton, allerdings ohne den richtigen Wumms dahinter. Nach 21 Minuten sieht Michael Köllner einen Elfmeter für sein Team. Tim Leibold tritt an, scheitert aber am Keeper von Prag. Besonders bitter, fast im Gegenzug fällt dann der Führungstreffer für Dukla Prag. Die etwas überraschende 1:0-Führung für Prag. Doch der Club lässt sich vom Gegentreffer nicht schocken, macht weiter Druck und taucht immer wieder gefährlich im Strafraum von Prag auf. Die beste Chance vor der Pause hat Valentini mit diesem Schuss. In der Pause gibt es dann einiges zu diskutieren und aufzuarbeiten, auch bei den Fans. Der Club kommt aber schwungvoll in die zweiten 45 Minuten und probiert es gleich über Kevin Möwald. Kurz danach ist es Leibold, der ebenfalls nur ganz knapp scheitert. In der 57. Minute wird Nürnberg endlich belohnt. Leibold, Möwald, Sally. Das verdiente 1:1. Der Club drängt weiter, aber bleibt ohne Torerfolg. So heißt es am Ende 1:1 unentschieden. Ja, war ein interessanter Test, ein guter Test. Ich denke, wir haben über große Teile des Spiels super gemacht. Wir waren drückend überlegen in vielen Phasen, und wir wollten unser System einspielen. Es ist uns gelungen. Ich denke, unsere Abläufe funktionieren, und alles, was wir uns vorgenommen haben, bis auf das wir nicht gewonnen haben, das war das Einzige. Wir haben leider vor allem in der zweiten Halbzeit aus unserer vielen Möglichkeiten zu wenig Tore gemacht. Aber ansonsten haben, glaube ich, die Zuschauer ein gutes Spiel gesehen, und ich war mit der Leistung meiner Mannschaft auch zufrieden. Wir haben sehr drückend gespielt und sehr druckvoll, und das passt alles. Auch Patrik Erras zieht ein überwiegend positives Fazit von seinem Heimspiel. Ja, ich glaube, wir haben ein sehr gutes Spiel abgeliefert, aber das Ergebnis freut uns nicht so. Ich glaube, wir hätten da gern gewonnen und hätten den Sieg auch verdient gehabt. Und wir hatten viel mehr Chancen als die Gegner, aber haben die leider nicht genutzt. Den Clubfans ist das egal. Für sie war es ein toller Abend. Spieler zum Anfassen mitten in der Oberpfalz.